Und da sind wir wieder. Ich habe meine Pokémon geheilt und weiter gehen wir in Richtung Route 113. Mal sehen, was wir da unten fangen können schon. Keine Ahnung, was das für ein Schatten ist, aber davon ist Maike. Hallo. Bis hierher war es ganz schön weit. Ich war erschöpft, also habe ich eine Pause eingelegt. Dein Pokémon-Team scheint auch reif für eine Verschnaufpause zu sein, einer wie. Ich heile es für dich. Aber ich war doch gerade eben erst bei einer Heilung. Es sind voll viele Heilungen hier in der Nähe jetzt. Also, Geheimbasis, die Oma, die. Dein Team wurde vollständig geheilt. Perfekt. Professor Cosmo, der Mann, zu dem ich unterwegs bin, ist ein berühmter Meteoritenforscher. Er untersucht zusammen mit Papa, also mit Professor Birk, ob es einen Zusammenhang zwischen Pokémon und Meteoriten gibt. Also los, bis Laubwechselfeld sollte es nicht mehr weit sein. Vorwärts! Oder haut sie einfach ab. Lass mich einfach stehen. Und da geht's zurück. Und hier kommen wir, glaube ich, zu diesen Aschefeldern. Da gibt's, glaube ich, da gab's doch irgendwas, du kannst so, man konnte so. Oh, was ist das? Man konnte die Asche sammeln und dann, oh, ein Sandan. Ah, das war wahrscheinlich das Bild. Aber man konnte die Asche sammeln und dafür dann aus Gegenstände für die Geheimbasis holen. Ein wildes Sandan erscheint. Inferno. Ach, je. Jetzt ist wieder mal meine Liste gefragt. Ja, lernen aus Lernen braucht Zeit. Boden ist gut gegen Gestein. Aber Gestein ist nicht gut gegen Boden. Und das kriegt schon Wasser, Gras und Eis. Na gut, dann. Dann wenden wir auf. Ach, das kann bestimmt nichts. Zornklinge, ja, wusste ich doch. Es kann nichts Effektives. Und ich habe Inferno im Übrigen Puder, Metallklaue. Jetzt brenn! Ha, wusste ich's doch. Ich habe Inferno übrigens einen Pudersand gegeben. Damit sind Erdattacken noch ein wenig stärker. Und das hat mich wahrscheinlich auch hier gerettet. Aber die Erfahrungen sind doch mickrig. Das ist jetzt was Neues. Das war kein Sandan. Das ist, glaube ich, ein Panzeron. Ja, woher ich das nur wieder wusste. So, jetzt hoffe ich einfach mal, dass ich ein Level 16 Panzeron. Gut, jetzt hoffe ich, dass ich dich schlagen kann. Ich hoffe, dass der Steinwurf. Ja, Sandwirbel. In der Aschewelt machst du Sandwirbel. Komm, Steinwurf. Och nee, jetzt sei nicht so eins, dass die ganze Zeit. Sei nicht so eins, dass die ganze Zeit einfach nur immer es mir schwer macht. Angriff von Panzer. Okay. Okay, das war nicht sehr. Toll, vielleicht können wir ja mit Einäschern mehr machen. Okay. Sie wollen nicht. Das ist Stahl, also kann ich das nicht einsetzen. Dann. Komm, Vogel. Ich will das Ding fangen. Ja, Schnabel sollte nicht sehr effektiv sein. Und Aeroass sollte es nicht umbringen, dafür hat es eine zu hohe Verteidigung. Und natürlich die Tatsache, dass es ein Stahl-Pokémon ist. Oh je. Mein Gott, das Ding macht mir echt schwer.
Flug und Stahl und. Ach nee, jetzt. Nein, nicht Schna. Sandwirbel, okay, das geht noch. Wie, ich habe wirklich nichts Gescheites dagegen. Also, jetzt mal ehrlich, ich. Sonnenklinge dürfte. Ja, das macht erst recht keinen Schaden. Dafür kannst du Windschnitt. Was zur Hölle? Hoffen wir mal, dass wir dich mit dem Aeroass jetzt genug schwächen. Na, es geht zumindest. Mit Windschnitt überleben wir, weil das ist zwar effektiv, aber du scheinst nicht so stark zu sein. Gut. Solange du jetzt nicht irgendwas anderes plötzlich machst. Und ein Volltreffer. Ja gut, Sandwirbel darf's ruhig machen. So. Fangen wir uns ein Panzeron. Und mir gehen die Bälle aus, merke ich gerade. Dabei habe ich nur ein Snagmark gefangen, nämlich das mit. Oh! Gleich raus! Aber ich habe nur ein Snagmark gefangen, also ein weiteres natürlich. Außerdem, das ich jetzt noch hatte. Komm, ich habe nicht mehr so viele Pokébälle. Naja, eigentlich habe ich gar keine Pokébälle mehr. Ich habe nur noch Superbälle. Und ich möchte nicht unbedingt die Ninjas verlieren, aber. Ich werde dich jetzt einfangen und du wirst jetzt im Ball bleiben. Dieser Zufallswert, die wollen einfach nicht. Oh, ach, verarschen kann ich mich hier langsam selber, also. Ich gebe jetzt nicht auf, nur weil du ein paar Mal glücklich getroffen hast. So, hier. Zur Not müssen wir nochmal zurück und uns heilen. Aber mir gehen die Bälle aus. Das ist ein schlechtes Zeichen. Komm, komm. Ja, perfekt. Panzerin wurde gefangen. So. Ja, Inferno Level 19. Das ist super. Und ein Eintrag wurde im Pokédex gemacht. Registriert. Panzer- und Stahlflügel bekommen in vielen Kämpfen die, was? Bekommen in viele Risse und Beulen. Einmal im Jahr wechseln seine Flügel komplett nach und werden wiederhergestellt. Nein. Box 1. Gut. Dann ist es jetzt auf der Box und wir gehen hier mal aus dem Ascheregen raus in das Licht. So, und dann können wir hier reingehen. Geheimbasis von einer Wii. So. Und damit haben wir auch die Heilung. Also es ist sogar nützlich, eine Geheimbasis noch, solange man spielt, es vielleicht zu verändern. Da man damit einen Heilpunkt hat. Und ich glaube, für ein Let's Play ist es vielleicht sogar nicht einmal schlecht, weil ich dann einfach auch nicht mehr so weit zurück muss. Rate mal, warum es hier draußen so kühl ist. Wahrscheinlich, weil Asche vom Himmel regnet. Sagt Teenager Moritz mit einem Knackleon. Ein Knackleon. Das Ding wird zu Libeldra. Und Libeldra ist eins meiner Lieblings-Pokémon. Aber du bist gerade noch ein Boden-Pokémon. Ihr verarscht mich. Was? Ach nee, jetzt sag mir. Jetzt hat es irgendwie Scheren, irgendwas, keine Ahnung, was es wie es heißt, aber. Warum Steinwurf? Steinwurf ist doch das Ineffektivste.
Volltreffer, ja, hier, One-Hit-KO. Ne, jetzt bin ich böse. Jetzt kriegst du gleich mal die geballte Macht der Wassersäulen. Ha! Lerne meinen Zauber kennen, Fritzelblitz. Nee, da kämpfen wir auch noch weiter. Lerne den Zorn eines Lehmschuss kennen. Was, glaube ich, falsche Attacke war. Oh, doch. Auf jeden Fall eine gute Sache. Wir haben es besiegt. Ich hab's verbockt. Nein, du hast es nicht verbockt. Du hast eins meiner Pokémon umgebracht. Die Vulkanasche lässt keine Sonnenstrahlen durch, darum bleibt es hier kalt. Finde es aber besser so, ich mag die Hitze nicht. Ja, so geht's mir auch. So, ich. Beleben wir noch einmal dich wieder. Aber dafür schuldest du uns was. Und das heißt, du, im nächsten Kampf möchte ich, dass du nicht so abstinkst. Es macht Spaß, in den Hügel aus Vulkanasche zu springen. Hä? Oh, haben wir vergessen, dem zu folgen. So. Ja, wusste ich doch, da ist ein Item-Superschutz. Und will die mit uns kämpfen? Ja, will sie. Feen-Pokémon haben das Feuer in mir entfacht. Sei also vorsichtig. Ja, welche Fee hat sie? Kirlia. Ich glaube, da dürfte mein Feuer-Pokémon Inferno schon richtig. Ja. Flammenkörper. Supi. Als hätte einer von uns beiden eine physische Attacke. Beschwörung. Schützt vor gegnerischen Volltreffern. Na, das befürchte ich eh nicht. Zauberblatt. Ja gut, das macht keinen Schaden, zum Glück. So. Einäschern sieht, glaube ich, jetzt sehr anders aus als im früheren, aber ich erinnere mich nur noch aus meiner. Wie heißt's, aus meiner weißen Nuzlocke? Weil da hatte mein Äffchen hatte als einziges das Einäscher. Da löscht mein Traum vom Sieg. Jupp. Ich zerstöre gerne den Traum von jungen Mädchen. Und wir sollten echt mehr mit dem Ding rumrennen. Weil das wird hundertprozentig. Jetzt schleichen wir uns mal an. Ein Sandan mit Lebensschuss. Nee, ich möchte jetzt keins. Nein, ich möchte auch keine EP-Teile anschalten. So. Ah. Äther. Ah, das ist Stahlflug. Was ist das wohl? Ein Panzeron. Oh, da oben ist eine TM. Tipps für Trainer, der schnellen Zugriff auf. Ja, das haben wir jetzt auch schon. Oh, da ist ein Trainer drin. Aus der Asche, ich mich erhebe nach einem Kampf, ich strebe. Ninja Nummer 3. Zumindest ein Ninja-Junge mit einem Schwert. Ein Holzschwert, aber trotzdem. Eine Herausforderung von Ninja-Junge Eduard. Smogon. Smogon. Also was ist eigentlich Gegengift effektiv? Naja, Boden, aber ich glaube, das Ding schwebt. Oder? Bin mir gerade. Ja, doch, es schwebt. Ich war mir gerade nicht so ganz sicher. Und natürlich. Psycho. So, dann gucken wir mal, dass wir es einäschern.
Eigentlich müsste es ja explodieren in dieser Kombination. Weil, ja. Wenn es die ganze Zeit auch Gas ausströmt aus ihm. Und, falls ihr es bemerkt habt, eine der seltenen Gelegenheiten, in denen Inferno schneller ist als der Gegner. Passiert auch nicht oft. Okay. Smogon. Ja. Und ja, so. Ich weiß, es ist ein Feentyp, aber im Normalfall hat es den Levelvorsprung und wir sind noch Psychotyp. Das bedeutet, wir dürften es eigentlich sogar fertig machen. 5 Level, das dürfte doch reichen. Also vielleicht kein Two-Hit, aber wir werden auch nicht. Oh, sogar ein One-Hit. Ich meine, ja. Ich habe immer an den One-Hit geglaubt. So. Das dürfte jetzt sein stärkstes Smogon sein, ja. Er hat auch nicht wirklich die große Auswahl. So, und selbst das One hätten wir. Interessant. Kirlia wird Level 23. Zelda meine ich natürlich. Diebeskuss, nee. Aufgeben, ja. Diebeskuss nicht erlernt. Eine ehrenhafte Niederlage. 288 Poké-Dollar. Heißt das etwa, ich soll mich nicht verstecken und ehrenvoll kämpfen? Nun gut, gehabt, dich wohl. So. Eine Schirmdame, glaube ich. Der Sonnenschirm soll mein niedliches Kamau vor dieser widerlichen Vulkanasche schützen. Was für ein Pokémon hast du wohl? Oh, das sieht aber schön aus. Finde ich. Schirmdame Saskia. Kamau. In deinem Kamau ist Lava drin, das weißt du hoffentlich. Oh je, ich habe ganz vergessen, es zu heilen. Tja, dann wechseln wir doch lieber gleich aus. Weil das ist sonst nicht gut. Intensität! Okay, das war Intensität 7. Das ist schon stark genug. Aber Wasser sollen. Mit Wasser sollen kriegen wir es immer wieder runter. So. Oh, Level 20 erreicht. Claire's Mog. Nee. Ja. Claire's Mog nicht erlernt. Koi, ich bin total außer Atem. Sollte halt nicht so viel Rauch einatmen. So. Dann mal gucken. Wofür haben wir die ganzen Beeren? Vergiftung heilen. So. Heilte Verbrennung und. Heidenei. Brauchen wir doch mal irgendwas Besseres. Wie zum Beispiel einen Trunk. So. So, ich muss mal wieder Sinelbeeren einsammeln, aber vielleicht schaffe ich das ja. Stelle verdächtig. Geheimpower. Mal sehen. Gucken wir uns die Höhle doch an. Oh, das ist. Nee. Das ist nicht so toll. Finde ich. Kann jeder halten, wie er will, aber ich fand den Platz nicht so toll. Nicht so prickelnd. So, Doppelteam als TM. Naja, es gibt eh immer diese Evasion-Regel. Und jetzt noch der nächste Kampf. So ein Vulkanausbruch ist der eindeutige Beweis, die Erde lebt. Oh mein Gott, das sind Parasiten, denn wir leben auf der Erde. Ha,
Stolluni, oh. Mann, bist du schlecht. Ich habe ein Inferno mit Erdkräfte. Das zerlegt dein Stolunio im Nichts. Gut, wir sind schneller. Sag ich doch. Zerlegt das mit nichts. Mir wär's lieber, wenn du schon die Entwicklung hättest. Es hätte nämlich ein bisschen mehr EP gegeben. Ja, ich bin irgendwie ganz schön stark. Aber irgendwie bist du auch ganz schön schwach. Oh, ein Item. Top Aether. Und das ist, glaube ich, dieses Kohlehaus. So, Glaswerkstatt. Ja, natürlich. Für vulkanisches Glasdekor. Hallo? Diese Region ist mit vulkanischem bedeckt, Hustkeuch. Ich habe einen besonders tollen... Ich mache aus Asche Glas und stelle daraus Items her. Ja, das ist für dich. Eine wie halt Aschetasche. Aschetasche! Aschetasche wurde in Bastleisen verschaut. Läufst du mit der Aschetasche durch die Asche, füllt sie sich automatisch in die Tasche. Damit. Da, Hus. Und wenn du meinst, du hast genug gesammelt, komm zu mir. Das sieht nett aus. So, es macht irre Spaß im Rhythmus mit dem Husten und Keuchen von meinem Papa in eine gläserne Flöte zu töten. Hust. Das ist der Ofen hier. Das hier ist die Sache, die von Glaswerkzeugen ist Herstellungsobjekte. Er hat keinen Mülleimer. Also wird jetzt, glaube ich, wenn man irgendwo durchgeht. Das war früher so, dass das Feld ihr dann wegging. Wow, die modernen Wissenschaftler kennen keine Grenzen. Nehmen wir mal diese Vulkanasche als Beispiel. Aus ihr kann man Glas machen, Wahnsinn, oder? Ja, voll der Wahnsinn. So, mal gucken, nett, dass wir noch irgendwelche Gegenstände verpassen. Ah, es leuchtet zumindest blau und das klingt nach einem... Puh, ich glaube, das müsste Sandan sein. Ja. Aber das Nugget, schon erwarteterweise. So. Ha, und ein Item. Ein Hypertrank. Und ich würde tippen, unter dem letzten ist ein Ninja-Junge. Ha. Wie ich mir denken konnte. Danke, dass du mich gefunden hast. Aber jetzt müssen wir kämpfen. Ninja! Art! Und ein Ninkara! Ninkara! Du kannst nichts ausrichten gegen Inferno! Ninkara! Ach, Kratzfurie. Das macht nur 3 Schaden pro Hit. Also ja, gar nichts. Jetzt äschern wir dich ein. So wie es Maike damals getan hat. Eigentlich genau dieselbe Situation so gesehen. So. Ha, natürlich. Bleib ich drin, Käferflug. Da hast du deine... du hast deine Lebensschelle, hast du damit sowieso verspielt. Das wäre nämlich das Einzige gewesen, was mich aufhalten hätte können. Gefallen, gefehlt, meine ich natürlich. So. Mach Bekanntschaft mit meiner Ninjutsu-Technik, Vulkanaschenschleier. Was? Das ist schon wieder alles vorbei? Nee. Aber ich will Hokage werden. Oder? Weißt du, was am Verstecken nervt? Ist ganz schön einsam, wenn einen keiner findet. Tja, so sieht's aus. Und wie es scheint, sind wir in Laubwechselfeld angekommen. Hier die Felder sehen ganz schön trostlos und leer aus. Aber schauen wir mal. Laubwechselfeld!
Und was ist hier los? Oh je, was für eine Katastrophe, Einavi. Du musst mit mir kommen. Trotzdem schlägt doch das Gerät an. Hör mir gut zu. Es geht um Professor Cosmo. Er wurde entführt von irgendeinem seltsamen Team. Diese Schurken haben sich Team Aqua genannt. Offenbar hacken sie irgendetwas aus, was mit dem Meteoriten zu tun hat, den Professor Cosmo erforscht. Er war so froh, jemanden gefunden zu haben, der sich für seine Forschungsarbeiten interessiert, dass er ihnen einfach blind gefolgt ist. Bitte, Einavi, ich brauche deine Hilfe. Diese Schüfte wollen Professor Cosmos Forschungsarbeiten bestimmt für irgendwelche Schandtaten zweckentfremden. Wir müssen etwas gegen sie unternehmen. Ich gehe schon mal vor, wir treffen uns dann bei den Meteorfällen. Ich zähle auf deine Hilfe, Einavi. Wow. Kaum haben wir das Haus betreten, das Dorf betreten, gibt's gleich Ärger. Und es kommt nachher da. Wir wollen über die Erde regieren und unseren eigenen Staat kreieren. Liebe und Wahrheit verurteilen wir. Mehr und mehr Macht, das brauchen wir. Jesse, James und so weiter. Mir Route 114 gebracht. Ja, du kannst mich anflehen, so viel du willst. Ich tu's ja eh. Das müsste da drin sein. Ein Nugget schon wieder. Also wir haben Geld ohne im Überfluss. Und beim nächsten Mal werden wir dieses Dorf weiter erkunden. Laubwechselfeld. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.